Wasserfall nicht immer gleich tot ist, sondern man verliert meistens nur ein halbes Herz oder ähnliches. Noch eine Seele? Warst du ja auch ein Geist? Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hierher gekommen sind. Diese armen Dinger sehen zwar die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Na, dann verwende doch mal dein Gespür. Hallo. Verdammt, was sind das nur für Vogelmonster? Was ist hier eigentlich los? Was ist nur los im Schloss Hyrule? Also, wir sind im Schloss Hyrule. Allerdings, wie gesagt, schattenreich. Hehehe, diese armen Soldaten... Dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen zum Turm. Ja, ist ja schon gut. Da wir hin nicht hochkommen, können wir hier die Kiste schieben. Und jetzt kommen wir da hoch. Aufsteigen. Gut. Und wir sind oben. Und unsere erste Begegnung mit diesen Vögeln, die extrem interessanten Kopf haben. Und schon etwas mehr aushalten jetzt. Die Fledermäuse, nämlich zwei Schläge. Und passt auf, falls ihr das hier selber spielen solltet, dass ihr nicht runterspringt, wenn ihr sie angreift. Oder einfach so runterspringt. Wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass man nur ein halbes Herz verliert. Das hat auch seine Gründe. Uah. Boah, ich hasse diese Vögel. Ich greife lieber nur mit B an, anstatt mit A. Nicht, dass ich... Nein, ich will nicht runterspringen. Oh, Scheibenkleister. Das Dumme ist, ich habe hier gerade... keine Items, die ich benutzen kann zumindest. Wie das rote Elixier. Aber hier sind zwei Herzen. Das ist drei Herzen sogar. Okay, ich besiege... Ah. Sieht nicht an. Sieht die Vögel mal lieber. Haha. Gut. Hier ist irgendwo noch einer, aber... da vorne. Der ist mir mal gründlichst egal. So, wo müssen wir lang? Hier? Uah! Na, hilf uns. Komm schon, wir sind ja bald da. Oh. Und hier oben, wow, ist rutschig. Immer schön auf dem Giebel langlaufen. Und weg von den Vögeln. Gut, wir haben es geschafft. Und wir sind im Turm. Im besagten Turm. So, gucken wir erstmal nach unten. Hier ist wieder eine Tür, das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Aber hier ist eine Tür offen. Also rein da. Und hier ist jemand. Boah, gruselig. Mietner. Hehe. Ihr erinnert euch also an mich. Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht. Er sieht zwar etwas seltsam aus, aber er spielt wohl das... aber so spielt wohl das Leben. Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert. Wollt ihr ihm nicht sagen, was ihr angestellt habt? Hehehe, ich glaube, das hat er sich redlich verdient. Meine Fürstin, Fürstin der Schatten. Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In eben jedem Hyrule, dem einstmals die Kraft der Götter innewohnte. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht.
und in einen Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Das Zweifel ist groß. Und Kampfmusik. Zelda. Und diese Schattenkreatur. Trefft eure Wahl. Kapitulation oder Tod. Wählt, ob das Volk von Hyrule leben soll oder sterben. Und alle werden zu sehen. Finsternis hüllte Hyrule ein. Und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespenstische Wesen. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in der Furcht vor den Dämonen der Finsternis. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Prinzessin Zelda. Zelda. Nun macht er nicht so ein trauriges Gesicht. Uns ermöglicht dieser Ort ein angenehmes Leben. Und schließlich ist die Welt des Lichts doch nur ein Schattenreich verwandelt worden. Midna, diese Wesen der Finsternis versuchen, eurer habhaft zu werden. Im Übrigen, daher hat das Spiel seinen Namen. Zelda ist die Twilight Princess. Sagt mir, warum. Tja, warum wohl? Bald werden die Wachen hier sein. Flieht besser, solange ihr noch könnt. Okay, jetzt haben wir wenigstens Ahnung, warum wir hier sind. Bisschen. Okay, dann hauen wir mal wieder ab. Verdammt, da sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Ein Fenster. Gut, es scheint, als wären wir wieder draußen. Sie fliegt einfach und wir müssen hinterher latschen. Ja, wenn es ja nur so einfach wäre.
Hehe, und weißt du jetzt, wo wir sind? Hyrule, Schattenreich? Ich hab's dir ja versprochen, also bring ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Könnte es nicht sein, dass du irgendetwas Wichtiges vergessen hast? Was könnte das sein? Hehe, willst du sie retten? Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings musst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage. Okay, aber jetzt verwandle dich in Elvis. Na gut. Nun, denk in Ruhe darüber nach. Yay! Pixel-Teleportation. Tja, wir sind